Hallo Borg, Heide, hallo Welt, ja willkommen im Jahr 2019 und natürlich allen ein gesundes neues Jahr noch gewünscht. Ja, Silvester aufräumen ist ja auch schon fast zu Ende. Vielen Dank natürlich auch auf die Aufräumer, für die Aufräumer auf dem Marktplatz. Ich glaube nicht, dass die Verursacher dort sauber gemacht haben. Sicherlich war es die Gemeinde und natürlich auch vielen Dank an die Leute, die ihren Dreck selber weggemacht haben. Ja, dann habt ihr gesehen, in der Nähe vom Marktplatz entsteht der Mehrgenerationenspielplatz. Da ist auch schon etwas zu erkennen. Da werde ich mal mit dem Fotoapparat demnächst vorbeigehen. Kommen wir zu dem ersten Ereignis im neuen Jahr, und zwar im Waldbad Borgheide, das 15. Eisbaden. Ja, Matze und ich waren natürlich dort unterwegs und haben euch diesen Film hier mitgebracht. Ja, und schon sind wir auch beim Eisbaden, Lutze. Hast du angesagt eben? Ja. Hier, lecker, lecker. Was war das? Vanilleeis, oder? Nein, das ist kein Vanilleeis, das ist weiße Schokolade gewesen. Und hier sehen wir natürlich auch schon die DLRG beim Anmarsch und die Mats beim Interviewen. Oder Strafzettel schreiben, das muss man nicht. Wir hatten auch einen Weihnachtsbaum-Weitwurf. Und wenn man genau hinguckt, da hinten sieht man jetzt gleich links, wups, da war er, den Weihnachtsbaum. Ich habe es nochmal verlangsamt hier im Video, guck mal. Da ist Weihnachtsbaum-Weitwurf gewesen zum ersten Mal dieses Jahr. Genau. Das ist sehr gut und, angekommen. Ja, und schon gut geht's los. Die ersten Kostümierten marschieren hier auf. Erste Mal Prämierung dieses Jahr. Das beste Kostüm wurde prämiert. In Kategorien Erwachsenen und Kinder. Ja. Und da ein Fotograf hat man auch, siehst du? Ach so, wer war das denn? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mogelt sich überall ins Bild. Kein Kostüm gehabt, deswegen bin ich auch gar nicht erst mit ins Wasser gegangen. Aber es sieht schon mächtig kalt aus, sogar Eiswürfel schwimmen da, wie man sieht. Es sind schon über Nacht Eiswürfel gewachsen. Nein, die haben wir natürlich vorbereitet. Und wie gesagt, beste Kostüm wurde prämiert. Ich würde bei so nicht ins Wasser gehen. Also mir ist es echt zu kalt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht ein paar heiße Quellen oder so Stellen, wo man sich hinstellen kann und sich dort warme Füße holen? Ich habe keinen Anschluss zum Gasier. Das ist übrigens das Siegerkostüm bei den Erwachsenen gewesen, der Poseidon oder wer war das mit dem Dreizack? Ja genau, der war das gewesen. Und das ist hier der zweite Platz gewesen? Rechts ist Uta, guck mal, Uta ist auch mal dabei. Uta bei Gymnastik zum Warmmachen vorher, jawohl. Absicherung war auch mit dem Becken, guck mal. Und guck mal, wie mutig die Kinder sind, die dort mit ins Wasser gehen. Also da können wir uns echt doch mal ein Beispiel dran nehmen. Vielleicht sollten wir das nächste Mal im Wasser moderieren. Ich nehme mir ein Beispiel dran und sage, ich finde das ganz toll, was die da machen. Ich finde das auch toll. Also tolle Aktion toll. Im Waldbad Borgheide jedes Jahr. Zum 1.1. einfach mal vorbeikommen, würde ich sagen. Ja, das war der Film zum 15. Eisbaden im Waldbad Borgheide. Ja, ganz schön kalt da, 6 Grad, also 5,9 Grad oder so sollen es gewesen oder 5,8 Grad sollen es gewesen sein mit ein paar Eiswürfeln drin. Muss ich nicht unbedingt haben, kann man haben. Aber fast 40 Leute drin gewesen. Nicht schlecht, muss ich schon mal sagen. So, ja, übrigens, weil wir gerade im Waldbad Borgheide sind, ich möchte nicht vergessen, auch in diesem Jahr sind wieder Rettungsschwimmer für die Waldbadsaison gesucht. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf der Website www.waldbadborgheide.de. Denn ohne Nachwuchs funktioniert es nicht und wer möchte schon, dass das Bad irgendwann schließen muss. Also wer sich als Rettungsschwimmer im Waldbad betätigen möchte, wendet sich einfach ans Waldbad. Dann gibt es noch eine Information von der Windkraft der Vereinigung Kleeblatt, der Windkraftgegner. Es gibt nämlich am 12.01.2019 um 10 Uhr eine Fahrraddemo hier in Borgheide gegen Windräder im Wald und die Folgen durch die Waldvernichtung. Wäre nicht schlecht, wenn dort zahlreiche Windradgegner im Wald erscheinen würden und ordentlich Krach machen. Die Abschlusskundgebung findet für euch alle, natürlich auch für Fußgänger, um 11.30 Uhr statt. Treffpunkt und Abschluss der Veranstaltung ist der Marktplatz vor der Feuerwehr. So, dann kommen wir noch schnell zum Sport, und zwar SV 90. Die Sektion Schwimmen hat informiert, dass ab 17.01.2019 donnerstags wieder von 17 bis 18 Uhr zwei Bahnen im Schwimmbad der Bundeswehr in Belitz zur Verfügung stehen. Ja, eine Stunde jeweils immer donnerstags, wie gesagt, ab 17.01. geht's los. Dann findet am 16. der Borgheider Neujahrslauf der DLRG Ortsgruppe Borgheide e.V. und dem Borgheider Sportverein 90 e.V. statt.
Start um 10 Uhr am Waldbad Borgheide am Marktplatz. Und ihr könnt euch dort für Streckenlängen von 6 bis 10 Kilometer ohne Zeitmessung entscheiden. Ziel ist der Sportplatz des BSV 90 e.V. Und dort werdet ihr von den Vorständen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und dem BSV 90 mit Glühwein und Tee empfangen. Wer keine sportlichen Ambitionen hat, kann dann dennoch ab circa 11 Uhr, wenn die ersten Läufer zurückkehren, einfach mal vorbeischauen und kann auch dort einen Glühwein oder auch andere Sachen dort mit abfassen. So, dann gibt es noch eine Information von der C-Jugend. Die belegten nämlich beim Hallenturnier in Potsdam den 2. Platz. Herzlichen Glückwunsch auch von uns hier. Und weitere Termine gibt es natürlich auch, aber die lest ihr am besten hier auf der Website des BSV 90 selbst durch. Auch hier nochmal die Internetseite vom BSV 90. Bitteschön. So, jetzt bleibt mir nur noch das Wetter von Matze anzusagen. Matze, wann gibt's Schnee? Hallo Borgheide, hallo Welt. Willkommen zum Wetter für die kommenden Tage. Zuerst ist mir aber aufgefallen, dass der Lutze in der Silvestersendung ganz klar gesagt hat, Schweigegelübde. Das ist für mich sehr ungewohnt, Lutz sprachlos zu sein. Ja, ich habe ein Schweigegelübde abgelegt. Ich werde nächstes Jahr nichts sagen, du musst alles machen. Wir haben es ja jetzt aufgenommen. Also Lutze redet nicht mehr. Schön, dann muss ich ja einspringen. Aber wenn man das so hört, muss ich sagen, da ist ja schon wieder ganz schön am Sabbeln hier und findet kaum ein Ende. Aber die Themen kommen ja auch langsam. Die Winterpause, die Pause sogenannt zwischen den Jahren, ist ja jetzt auch rum. Hat man ja auch gemerkt, wir hatten ja bei den Sendungen gar nicht so viel zu berichten. Aber es geht wieder los, das habt ihr ja schon gehört. Wetter, ganz einfach. Ich bin heute im Bastelkeller, weil bei dem Wetter treibt man auch keinen Hund vor die Tür. Es ist einfach nur grau und unangenehm und meist auch noch mit Nieselregen die letzten Tage gewesen. Und was soll ich euch sagen? Freut euch, es bleibt so. Also man muss sich nicht auf Veränderungen einstellen. Bedeckt, mittlerer, einstelliger Temperaturenwert über die ganze Woche. Nachts manchmal bis zu 0 Grad und tagsüber, wie gesagt, kaum über 6 Grad. Und auch an verschiedenen Tagen in der Woche wird es regnen und zum Wochenende vielleicht sogar noch ein wenig mehr. Also die Großwetterlage steht auf Miesepeterwetter. Und der Winter hier bei uns in der Gegend fällt sehr schwach aus. Wobei es in den südöstlichen Gegenden ordentlich schüttet, hat man auch bei den ganzen Sportveranstaltungen gesehen, die darunter leiden, Wintersport. Also entweder gar nicht oder zu viel, also wie immer nicht richtig und nicht so, wie man das gerne hätte. Denken wir an den schönen Sommer zurück, der war gut. Soweit von hier, kommt gut durch die miese Woche. Tschüssi. Tja Matze, was soll ich sagen? Du beschwerst dich, dass ich nichts sage. Na, du hättest ja gerne die Sendung machen können. Und es wäre sonst ziemlich ruhig geworden in der Sendung, wenn ich nichts sagen würde, müsste ich lauter Text einblenden. Wer will das schon lesen? Ja, das kann man dann ja auf Facebook machen. Und außerdem sind gute Vorsätze immer dafür da, dass man sie bricht. Und zwar als erstes im neuen Jahr. Ja, das war's wieder hier bei Borgheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Und tschüss.